Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute endlich den Test vom Orbea Rise, weil es ist ja somit das beste EMTB im Enduro-Bereich. Zumindest, wenn man den Tests so im Internet glauben darf. Forget it! Hi! Na, Thomas, ich bin der Thomas ohne Haar. Hat er gerade gesagt, das ist das beste Trail-MTB? Hier, das beste E-Lite Trail-MTB ist natürlich das Levo SL. Was sonst? Ne? Ja gut, dein Levo SL ist ja auch voll Custom. Also das kann man jetzt auch gar nicht vergleichen mit dem hier. Ja, aber Kinematik und Anlenkung schon, ne? Ja, okay, ne, da hast du recht. Ich würde sagen, wir stellen das Ganze heute mal auf die Probe, sind heute am Flow Trail Siegen beim MTB Siegerland zu Gast. Haben jetzt auch schöne Trikots bekommen übrigens. Danke Vielen an Dank. Den Christian vom MTB Siegerland, der hat uns diese Trikots gesponsert. Sehr cool. Und im passenden Outfit werden wir heute ein paar schöne Tests machen. So, wir lassen einfach den Trail entscheiden, welches Bike besser ist. Und wir werden gekreuzt fahren, ne, weil wir fast gleich viel wiegen. Ich habe das in Fett, was der Daniel in Muskeln hat, und da wiegen wir fast das Gleiche. Und wir werden diese Bikes tauschen und geben wirklich unser Fazit, welches Bike hat welchen Vorzug. Vielleicht wirklich, dass wir, wie er das von uns kennt, das ist der Vorteil, dass wir eben halt noch kein Sponsoring beide besitzen. Wir können immer noch sehr, sehr offen sein und einfach ehrlich unsere Meinung sagen, weil wir halt von keinem Hersteller bezahlt werden oder so. Genau, und was uns heute wichtig ist, wir wollen, weil die Bikes halt auch super unterschiedlich sind heute, wir wollen gar nicht jetzt in die Technik eingehen, was haben wir für eine Gabel, Dämpfer und so weiter, sondern voll ins Gefühl, das ist ja so unser Ding. Genau. Ne? Wollen sagen, wie es sich anfühlt und so gut es geht vermitteln, wie das sich auf dem Trail anfühlt. Also, Speiseeis versus Orbea, wir werden sehen, was besser ist. Ab geht's. So Leute, wir stehen jetzt oben am Start, machen die erste Abfahrt. Ich starte auf dem Orbea und der Thomas auf dem Specialized. Und dann tauschen wir am Ende, ne? Ja. Ja. Und dann darf der Thomas auch natürlich mal bergauf die 60 Newtonmeter fahren, ne? Mit den 35 ist er... Weil ich das natürlich nicht bräuchte, ne? Ja, ja. Aber lass einfach mal das Ego aus dem Spiel. Um die Worte von Michi zu nehmen, Thomas hat eine krasse Frequenz. Ne? Okay, dann machen wir die erste Runde. Der ohne Kamera fährt immer vor, der mit Kamera fährt hinterher, damit ihr auch ein bisschen was zu gucken habt beim anderen. Ne? Die Testruns werdet ihr jetzt komplett ohne Musik bekommen, damit ihr auch ein bisschen von der Geräuschkulisse mitbekommt und einfach raw sozusagen die Aufnahmen hintereinander. Ich werde zwischendurch immer mal ein bisschen kommentieren, wie sich das Ganze anfühlt, damit ihr noch besser teilhaben könnt, wie die Abfahrt für mich sich angefühlt hat. Oh, Matsch! Zweite Etappe. Ja, fahr mal durch. Was beim Orbea Rise sofort auffällt, ist, dass es sehr wendig ist und leicht in die Luft geht. Alles zusammengefasst könnte man sagen, das Bike ist einfach sehr, sehr agil. Auf den Tretpassagen hat man doch ein klein bisschen einen Widerstand gemerkt vom Motor, nicht zu vergleichen wie damals beim Focus mit dem Bosch Motor, aber dennoch ist der Thomas mir auf den Strecken, wo es Tretpassagen gab, schon ein bisschen davon gefahren. Thank you.
obwohl das Aubert ja nur ein Trailbike ist, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie irgendwo zu wenig Reserven hätte vom Federweg. Selbst bei so Jumps, die dann doch ein bisschen höher sind, als eigentlich die Kategorie erlaubt, war das Ganze vom Gefühl her für mich auf jeden Fall kein Thema. Oh Gott, ey. Das war knapp. Oh. Ja. That's a problem. So, Appel. Appel. In den Uphill-Passagen merkt man natürlich, dass der Motor ordentlich mehr Drehmoment hat im Gegensatz zum Levo. Das Levo ist mit 35 Newtonmetern angegeben und wenn man mit der App ein bisschen rumspielt, liefert das Aubert schon 60 Newtonmeter. Ja, gefährlich. Challenge. Challenge. Ohne Bowl. Ja. Hier ohne Pedalieren losrollen, so. Ja. Pedalieren und bremsen. Bremsen nicht, aber pedalieren verboten. Ja. Nur mit Pushen fahren. Und bis zum Schluss durch. Bis zum Schluss durch. Okay. Okay. Kein Pedalieren in der Sektion, Leute. Gar nichts. Geht schon hier krass los. Thomas, was ist da los? Bisschen zu wenig Drehmoment oder was? So Leute, da ist Kette. Guck mal eben rüber, Daniel. Das heißt, die Trails sind gesperrt, weil die Fluchtwege werden neu gemacht. Und hey Leute, akzeptiert sowas. Wir fahren jetzt hier heute nur, weil wir für den Videodreh eine Sondergenehmigung haben. Wenn was abgesperrt ist, akzeptiert das einfach. Das hat immer einen Grund, okay? Häng los, genau. Ab geht's? Ab geht's. Ab geht's. Juhu! Wenn das Bike sehr agil ist, hatte ich das Gefühl, dass es in der Luft trotzdem genug Stabilität gibt. Also ich habe mich auf den ersten Jumps damit in der Luft sofort wohlgefühlt und hatte nicht irgendwie das Gefühl, dass ja, das irgendwie sehr unruhig ist oder schwer zu kontrollieren, obwohl es so leicht in die Luft geht.
Okay, ready? Ready. Was mir beim Levo sofort aufgefallen ist auf den ersten Metern, ist, dass hier natürlich ein bisschen mehr Gewicht gespart worden ist. Das liegt allerdings an dem Aufbau, wie er Thomas das gemacht hat, denn das Aubert gibt es ja theoretisch auch noch einen Ticken leichter. Auf was hast du den Rebound hier gehabt? Wie viele Klicks hast du Rebound? Zu viel? Tick, ich würde einen Klick rausnehmen. Gehen wir rein in die zwei. Wuhu! Auf den wurzeligen Passagen ist das Levo auf jeden Fall ein Ticken komfortabler. Allerdings muss man dafür dann auch damit leben, dass es sich nicht so leicht in die Luft bringen lässt, wie es beim Aubert der Fall ist. Allgemein könnte man sagen, von den ersten Eindrücken fühlt sich das Levo einfach ein Ticken komfortabler an. Das heißt, so ein bisschen mehr Sofa-Feeling, sozusagen wie so ein Enduro-Bike in die Richtung, wohingegen das Aubert sozusagen klassisches Trailbike ist. Auf den Tretpassagen spielt das Levo natürlich seine Stärken aus, dass es noch ein Ticken leichter ist und halt überhaupt gar keinen Widerstand beim Treten hat. Der Stock, über den du gefahren bist, ja, der hat sich rumgeschleudert. Oh, sorry. Ja, nichts passiert. Die Kamera noch an? Ja. Okay, let's go. Ja. Keine Chance. Ah ja, sagt er ja. Ja. Die positiven Seiten. Er schiebt halt mehr, ne? Ja. Challenge. Nichts pedalieren. Ich komme die erste Decke. Ja. Push. Ja, pushen. Und push. Die Blätter rein, die Sprung, was soll das denn? Ja.
Ich brauche länger, um schnell zu werden. Geiles Foto. Yeah, send it. So, ab geht's. Bei Maubea hatte ich ja das Gefühl, dass ich immer noch genug Reserve habe. Beim Levo war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich noch viel mehr Reserve habe. Also irgendwie vermittelt einem das Bike das Gefühl, dass man noch ein bisschen mehr Federweg als Reserve hätte, als man dann eigentlich am Bike dran hatte. So Leute, wir sind am Ende vom, ja, wir sind echt am Ende, ne? Wir sind schon echt lange hier langsam, haben jede Menge Videos gedreht, aber jetzt nochmal kurzes Fazit zum Rise und zum Levo. Soll ich einfach mal anfangen von meinem, das Levo ist richtig kacke. ich finde, man kann die Bikes vom Feeling, nur vom Gefühl her schwer vergleichen. Das Rise ist sehr, ja, poppig, finde ich, ein bisschen verspielter, so, man braucht weniger, wie sagt man, weniger Energie, um es zu bewegen, um schneller zu werden und weniger Energie bei Sprüngen. Das hat aber natürlich die Auswirkung, dass es dann ein bisschen weniger laufruhig ist. Das ist zum Beispiel beim Levo so der Fall gewesen, ne? Man muss halt ein bisschen mehr tun und aktiver fahren und machen und tun, aber das ist halt dafür ein bisschen laufruhiger nochmal. Ich finde es ganz, ganz schwer. Ich finde, also mir persönlich macht das Rise auf jeden Fall mega Spaß. Also ich habe seit dem ersten Mal fahren damit, war ich positiv überrascht, weil es ist ja immer oft so, wenn so ein Hype ist um Bikes, dann bin ich immer so ein bisschen skeptisch, ob das nicht nur Marketing ist. Mir persönlich hat das Bike auf jeden Fall Bock gemacht, aber ich habe so ein bisschen die Laufruhe vermisst. Aber dafür macht es dann wieder Spaß. Also es ist schwer zu entscheiden. Auf sowas wie dem Flowtrail Siegen hier finde ich das mega, weil es nicht so viel ruppiges Gelände gibt und man hat weniger Stress, über die Sprünge drüber zu kommen. Ja, was ihr jetzt daraus macht, aus diesem Feedback von mir, ist dabei euch überlassen. Bergauf-Performance ist natürlich ganz klar der Gewinner für mich, das Rise, weil es einfach mehr Drehmoment hat. Ein Manko finde ich beim Rise auf jeden Fall die Lautstärke vom Motor oder die gesamte Geräuschkulisse vom EP8. Klassisch, wie man es halt vom EP8 gewohnt ist. Das ist auf jeden Fall für mich ein Minuspunkt. Ansonsten, ja, Basisausstattung, ne, kann man jetzt auch nicht so viel zu sagen. Es ist easy, nichts Besonderes, aber dafür halt auch nicht so ultra teuer. Und ganz interessant ist aber jetzt eigentlich auch der Vergleich, dass wir einen 2023er Rise mit einem 2022er Levo vergleichen, weil das Levo gibt es jetzt zu ähnlichen Preisen, wie es das Rise gibt gerade, weil es halt das alte Modell ist. Ja, ich bin aber fertig mit meinem Feedback. Thomas, was sagst du? Ja,
Also, mein Feedback ist, ich schließe mich bei vielen Sachen dem Daniel absolut an. Bergauf-Performance muss man aber jetzt differenzieren. Also beim Orbea, wenn du halt sagst, das ist ganz klar der Bergauf-Sieger, dann stimmt das nur im Verhältnis, wie viel man unterstützt wird. Da gebe ich dir absolut recht. Aber wenn man die Bergauf-Performance sieht, wie man unterstützt wird und wenn man es halt mag, eigentlich Biobikes zu fahren, ist da auch bergauf das Levo mein klarer Favorit, auch wenn der Motor hier lauter ist, rein der Motor vom Motorgeräusch her. Bergab ist das Levo natürlich eine Bank, weil du gar nichts hörst. Aber ich denke, dieses Bergauf ist so subjektiv. Einige mögen halt diese viele Unterstützung und andere fahren lieber fast wie mit dem Biobike, nur mit einer leichten Unterstützung. Specialized nennt das Ganze ja zweimal du. Ich glaube, das trifft es ganz gut und ja. Das Orbea ist eher viermal du. Ja. Und man wird schon mehr geschoben beim Orbea. Muss man mögen. Also für mich natürlich, ich meine, das weiß ja jeder, der meine Videos sieht, ich liebe dieses Levo SL. Geht nichts drüber. Bergab, muss ich sagen, würde ich es in Kategorien fast einteilen. Das Levo SL ist fast schon so eine Art Mini-Enduro. Und daher fühle ich mich da auch im Park und so total wohl mit, obwohl es offiziell nur ein Trailbike ist. Und das Orbea ist einfach wirklich ein Trailbike. Ne? Das ist poppig, das ist agil, das ist schön wendig. Hat deswegen halt nicht so viel Reserve. Also ich muss mich ja entscheiden, entweder agil, poppig oder Reserve. Jetzt fahre ich natürlich ein bisschen Kompromiss, weil ich fahre das Levo halt sehr hartes Fahrwerk, also wenn dann nochmal normaler Dämpfer da ist. Und dadurch habe ich ein bisschen poppiger. Das war natürlich heute mit dem Lulli-Dämpfer drin wirklich sehr, sehr soft, sehr komfort. Ist auch mal, glaube ich, einmal durchgeschlagen. Das ist, ich glaube, das ist so, trifft den meisten Punkt. Obwohl die Bikes beide 150 mm haben, da sind wir wieder wie bei dem Downhill-Radvergleich. Mhm. Alles sind Downhill-Bikes, das eine ist aber eher mehr Downhill-Racing, das andere mehr Park-Bike. Ist auch so bei dem Cube so gewesen, das meinten wir ja gar nicht böse mit dem Test mit MTB News. Aber die haben ja rein Downhill-Qualität getestet und wir haben uns halt um die Parkfahrerei gekümmert. Das ist halt was anderes wie Downhill-Racing und hier ist das Gleiche. Ich glaube, wer auch ab und zu gerne mal Racing macht, Enduro One oder so, ist halt mit dem Rise echt gut bedient, ist echt ein schnelles Rad. Wer aber dann sagt, ich will aber mit dem gleichen Rad zum Beispiel auch mal beim IXS Cup oder beim Gravity Cup starten, dann hat das Levo einfach viel mehr Reserven, so sehe ich das. Gute Bikes sind es beide. Auch wenn André das jetzt sieht von MTB Spree, ich werde kein Fan vom Orbea, ich habe drei Stück jetzt gefahren. Ich stehe halt auf die Art, wie es Levo ist, aber dafür sind wir ja alle verschieden. Und ich denke, ich bin einfach ehrlich, bis jetzt im Moment kommt kein Rad am Levo SL für mich vorbei, was dieses Gesamtpaket des Einsatzbereiches angeht, ist das einfach unglaublich flexibel, das Bike. So, mehr will ich jetzt auch gar nicht sagen. Euch rate ich nur, wenn ihr euch für so ein Rad interessiert, fahrt einfach mal beide Probe. Auf jeden Fall. Das habe ich ja auch im letzten Video schon mal gesagt, wo es um das Thema geht, dass ihr könnt so viele Videos gucken, wo jemand erzählt, wie das sich anfühlt mit dem Fahrrad. Subjektiv, oder ne? Genau, oder ja. Testberichte lesen. Das wird euch niemals wirklich verraten, wie es sich halt anfühlt. Ne? Und leider kann man ja selten Bikes auf dem Trail Probe fahren, außer auf dem Festival oder jetzt hier so eine Testflotte von einem Bikeladen. Aber versucht es auf jeden Fall. Es lohnt sich, denn nur dann bekommt ihr auf jeden Fall ein richtiges Gefühl dafür, wie das Fahrrad sich anfühlt. Und ich werde versuchen, nie wieder ein Fahrrad blind zu kaufen. Zweimal. Danke, Daniel. Und dann brauchen wir auch nicht uns mit der Quälerei rumjagen, dass wir in 40 Videos hintereinander immer hören, ja, ich muss mich noch ein bisschen an das Fahrrad gewöhnen. Das ist, glaube ich, hoffentlich vorbei, ne, Daniel? Ja, das darf nicht passieren. Man muss sich draufsetzen und wohlfühlen. Genau, richtig. Genau. Yes. Yes, schreibt mal in die Kommentare, was eure Meinung ist. Würde mich interessieren, wie da so die Meinung in der Community ist. Lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr mal so ein Bike Probe fahren wollt, ein Orbea Rise, schaut bei MTB Zone Spree vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Und wisst ihr Bescheid. Sagt der Chef des Feierabends. Ja. Also lasst ein Abo da, Thomas muss telefonieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit Outro-Musik. Ja.